Hallöchen, schön, dass ihr wieder dabei seid zum nächsten Guide in Valheim. Ja, endlich geht's wieder los mit Valheim und heute soll es um den guten Vernichter gehen. Das ist das Teilchen, was hier vor uns steht, mit der kleinen Antenne da dran. Und ja, wie der Name schon sagt, der Vernichter vernichtet all unsere Gegenstände im Spiel. Egal ob alte Waffen, Ausrüstungsgegenstände, Werkzeuge, Ressourcen, die ihr nicht mehr braucht, einfach rein in der Teil und weg sind die Sachen. Wenn ich überlege, sonst haben wir ja immer die ganzen Sachen ins Meer geworfen. Und die haben sich dann irgendwann davon selbst zerstört. Aber das müssen wir jetzt alles nicht mehr machen. Wir bauen einfach diesen Vernichter und dann können wir alles halt vernichten. Ja, wie er an den Guten kommt, das werden wir jetzt gleich mal durchgehen. Aber ich würde sagen, wir schauen erstmal, was er überhaupt braucht, um den herzustellen. Und ja, dafür schwingen wir mal unseren Bauhammer. Da ist er schon, der Vernichter. 8 Eisen, 4 Kupfer und einen Donnerstein brauchen wir. Die Schmiede lassen wir jetzt mal außen vor. Wir brauchen ja immer irgendeine Werkbank, um irgendwas bauen zu können. Und ja, Eisenkupfer wird wohl nicht das Riesenthema sein. Aber manche von euch werden sich wahrscheinlich jetzt fragen, wo verdammt nochmal bekomme ich denn den Donnerstein her? Ja, den bekommen wir halt vom Händler. Und den Händler, den kennen wir ja, den Haldor. Der möchte aber für alle Gegenstände ja Münzen haben. Und für den Donnerstein möchte er 50 Münzen haben. Heißt, wenn ihr in eurer guten Schatzkammer keine 50 Münzen mehr habt, dann müsst ihr halt erstmal meinetwegen einen Troll töten gehen und schauen, dass er 50 Münzen zusammenbekommt oder in ein paar Grabkammern so rum oder Trollhöhlen. Mal gucken, ob noch ein paar Rubine, Bernstein oder Bernsteinperlen irgendwas da rumliegt. Eine Kette gab es, glaube ich, auch noch damals, ne? Kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Ich meine es aber zu wissen, dass auch eine Kette früher gab. Die Sachen könnt ihr ja beim Haldor eintauschen gegen Münzen. Dann könntet ihr wiederum damit halt auch diesen Donnerstein kaufen. Und ich würde sagen, das machen wir auch einmal kurz. Wir gehen mal kurz zum Haldor hin, damit ihr das auch gesehen habt. So, hier, da ist das Händlerportal. Und ja, leider Gottes ist die Portalanimation immer noch die hässlichste der Welt. Da haben sie mit dem Patch nichts dran geändert. Leider, ein bisschen schade, aber gut. Ist jetzt nicht das größte Problem. Solltet ihr übrigens den Händler noch nicht haben oder nicht wissen, wie ihr den findet, dann kann ich hier an der Stelle oben rechts in die Infobox auch mal unseren Guide dazu verlinken. Da könnt ihr nämlich dann wirklich ganz, ganz einfach auf jeder Seed, egal welche ihr spielt, den Händler finden. Also schaut da mal rein, wenn ihr noch nicht wisst, wie ihr an den Händler kommt. Und ja, dann würde ich sagen, sprechen wir den guten Haldor mal an. Und dann seht ihr schon hier unten Donnerstein, da steht er. 50 Münzen will er dafür haben, knistert und sprüht vor Energie. Den brauchen wir, ohne den können wir halt den Vernichter nicht bauen. Und wenn ihr den dann habt, dann wieder zurück durchs Portal. Dementsprechend, ich würde euch auch empfehlen, baut euch selber Portale beim Händler hin und in die Base. Dann geht das immer ein bisschen schneller, wenn ihr mal zum Händler wollt. Weil die halt in der Regel doch ein bisschen weiter weg sind. Ne? So am Rande halt nochmal. Und dann können wir noch ein bisschen die tolle hässliche Portalanimation bestaunen. So, und wo müssen wir raus? Hier müssen wir raus, da geht es wieder zum Vernichter. Da steht der Gute. Wenn ihr den dann gebaut habt, dann könnt ihr hier vorne, da ist die Luke, einfach E drücken. Ich habe schon so ein bisschen Material mal eingepackt. Einfach hier reintun. Ja, und jetzt müsst ihr auf ein Gewitter warten. Nein, Scherz beiseite. Da ist so ein toller Hebel hier an der Seite. Den einmal ziehen. Ich würde empfehlen, ein bisschen zur Seite gehen. Dann kommt nämlich vom Tor ein schöner Blitz. Tor gewährt dir ein Geschenk. Ne? Und dementsprechend sind jetzt die Sachen da drin vernichtet. Aber, wie ihr sehen könnt, wir haben Kohle daraus bekommen. Also, ihr könnt ja auch super gut Kohle mit herstellen, wenn ihr keinen Bock habt, die Köhlerei zu bauen. Die Kohle, die da drin ist, die können wir natürlich auch vernichten. Heißt, wir ziehen nochmal den Hebel. Aber jetzt achten wir mal auf den Boden. Weil ihr habt euch bestimmt gewundert, warum ich weggehe. Und da seht ihr das schon. Rundherum gibt es ein bisschen Damage am Boden. Ja, das war jetzt überall 10. Mit den 25 Leben, die ich gerade hätte, wäre ich sowas von draufgegangen. Und da ich keine Lust habe, dass meine Stats wieder schlechter werden, gehen wir natürlich immer ein Schrittchen weg. Jetzt haben wir noch ein Kohle übrig. Und um euch zu beweisen, dass auch alles vernichtet wird, ziehen wir nochmal eben den Hebel. Warten wieder auf Thors Geschenk. Objekte vernichtet. Und schwuppsiwupps, leer ist es. Alles vernichtet, was drin war. Ja, das war eigentlich schon die ganze Geschichte. Sollte ich was vergessen haben, schreibt es natürlich in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich wie immer über ein Abo freuen und vergesst nicht, das Video zu liken. Dementsprechend, ich würde sagen, ich bin raus, euer Nobody. Ciao, ciao.